Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Maimas und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bauen wir mal weiter an unserem Park und ich habe großes vor. Meine Idee, ich möchte diesen Park jetzt mal komplett abreißen. Ich meine, das geht gar nicht mehr. Hier ist alles vollgestellt und ich meine, also guckt euch mal bitte diese Wegführung an. Das ist, also es ist wirklich, es schmerzt in der Seele. Und deswegen wird das hier alles abgerissen. Wir bauen einen neuen Park auf und ich möchte so in Richtung, ja, Piraten-Theme gehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal einen Kredit aufnehmen. Jetzt hatte ich mich halt hier für den Fabrika-Kredit entschieden. $10.500, den können wir erstmal aufnehmen und dann soll das alles passen. Jetzt stoppen wir das Game und ich würde sagen, ich beginne mal damit, hier alles zu löschen. Okay, nachdem ich damit jetzt auch schon fertig bin, ja, werde ich das mal gucken, dass die ganzen Leute hier rauskommen. Mal sehen, wie schnell das geht. Okay, jetzt wieder pausieren und jetzt würde ich sagen, will ich erstmal, dass das Wasser wegkommt und wir hier alles glatt. Bedeutet etwas Terraform. Haben wir, würde ich sagen, schon mal eine gute Startplattform, mit der wir jetzt auf jeden Fall beginnen können. Und ja, dann kümmern wir uns jetzt erstmal wieder um den Weg. Ich denke, musiges Pflaster würde ganz gut passen. Sähe, glaube ich, ganz cool aus. Das könnte dann ja zu irgendwelchen Attraktionen hier in der Ecke führen. Ja, also ich denke, dass auch noch bei den Wegen vielleicht so ein paar, so ein bisschen Geländer ganz cool aussehen würden. Ich denke einfach, das passt ganz gut. Hallo Leute, hier ist mein Master aus dem Schnitt. Ich habe gerade, mir ist gerade aufgefallen, während ich geschnitten habe, dass ich bei diesem Part die Audio vergessen habe. Also erzähle ich euch jetzt einfach ganz kurz, was ich gerade so ein bisschen mache. Ich habe jetzt gerade erstmal mich darum gekümmert, dass hier überall so Holz hinkommt und sowas. Also diese kleinen Holzgeländer, die ihr da schon sehen könnt. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, dass wir am besten da so ein Piraten-Schiffschaukel-Ding hinbauen. Da habe ich mich dann so ein bisschen darum gekümmert, dass das schön dekoriert wird. Dann habe ich darum etwas Wasser gemacht, den Bodengrund etwas kiesiger gemacht. Und jetzt geht es aber auch wieder weiter mit ganz normalem Ton. Ein Piratenkapitän, so, der chillt dann so hier. Den können wir, so, so sieht das cool aus. So, jetzt will ich aber noch was machen mit dem Wasser. Also haben wir irgendwie sowas wie, ich hatte ja, in meiner ersten Folge hatten wir so Haie. Die sollen so dezent aus dem Wasser gucken. Ja, so. So ist ganz gut. Oh, dann haben wir jetzt schon mal Haie drin. Brauche ich aber jetzt noch so ein bisschen Bepflanzung. Was ist so... Was assoziiert man denn mit einem Piratending von einem... eine Kanone ist geil. Die soll alle 60 Sekunden soll die mal abfeuern. So, vielleicht können wir hier noch so ein ganz kleines Fahrgeschäft einbauen. Gibt es da so ein Mini-Teil? So, was wirklich nicht groß ist. Wir nehmen uns die Standard-Achterbahn. Hier startet die. Ich will keine große Achterbahn, sondern eher so eine kleine. Jetzt haben wir die Strecke sozusagen fertig, aber das sieht relativ langsam aus. Ja gut, aber es soll ja auch keine heftige Achterbahn sein. Keine Musik, ja, glaube ich, passt. Okay, dann testen wir jetzt erstmal einfach so. Geht es oben erstmal in diese Steilkurve rein. Zack. Geht da so runter. Beschleunigen auf fast 50 km/h, dann geht es da hoch. Runter. Wir gehen wieder fast auf 50 km hoch, dann geht es in so eine leichte, also eine ziemlich lange, so eine Schräglagenkurve. Bleiben wir die ganze Zeit bei so 40 km/h. 40 ist, glaube ich, tiefste dabei. Okay, wir gehen auf 39 tiefste. Dann geht es aber nochmal einen heftigen Drop zum Schluss. Wir gehen runter auf 62 km/h Höchstgeschwindigkeit. Hier geht es dann nochmal nach oben. Und hier erreichen wir dann die 30 km/h. Und werden auch dann, ja, mit guten 20 km/h kommen wir dann hier wieder in die Station rein. Top. Ja, ist so eine coole Achterbahn. Bin gespannt, wie es wird. Hier schon ganz, ja, hier schon cool schnell. Also ist jetzt nicht so, also ist halt wirklich nicht krass schnell. Aber ja, wäre dann so eine coole kleine Achterbahn für Kinder oder sowas. Und ich, dann kann man so ein bisschen den Piratenpark-Teil von oben so ein bisschen erkunden. Und wir haben schon unsere erste Achterbahn. Das ist eigentlich auch ganz cool. Die werden wir natürlich noch dekorieren. Jetzt hier so runter, hier dann wieder hoch. Ja, das ist nice. Sieht auch ganz gut aus eigentlich. Jetzt hier so wieder rein. Top.
Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Da ist eine Juni-Achterbahn, wie gesagt. Genau, gibt es Hügellift und wir müssen jetzt schon mal wieder in den Park starten. Genau, die Leute können reinkommen, das können wir schon öffnen. Und hier, die können wir eigentlich auch schon öffnen, genau. Ja, mal sehen, was die Leute dazu sagen. Wir werden, wie gesagt, das Ganze noch dekorieren und sowas ein bisschen schön machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren und Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.